Yes! 1, 2, 3, 4. Ciao, Melissa! Mann, ich will was anderes spielen. Unser Nachbar hat ein neues Game. Ich hol das mal rüber. Oh, nee. Oh, nein, nicht schon wieder. Game over, ihr Trottel. Mit unfreundlichen Grüßen. Edgar. Oh, nein. Leute! Wir haben was anderes zum Spielen. Wir spielen um unsere Freiheit. Ah, hier seid ihr. Also, wir haben ein anderes Spiel. Ah. Edgar will mit uns spielen. Ah. Und wenn wir irgendwann mal wieder raus wollen, sollten wir das Ganze lösen. Naja, die war ja eh langweilig, ne? Haha. Mir ist das andere Spiel nicht gewonnen. Das stimmt wohl. Naja, na, ich war auch gut dabei. Also hier haben wir auf jeden Fall verschlossen und hier haben wir eine Dose. Sesam, öffne dich. Oh, ein Puzzle. Ich habe mega gerne früher gepuzzelt. Ich auch. Na, Opa. Das sieht doch gerade nach... Ist es Pong? Ja, dachte ich auch. Was Pong? Pong. Pong. Was ist Pong? Eins der ältesten Spiele, Feli. Da quasi wie ein bisschen wie Tennis. Für mich sieht das aus wie schwarze Rechtecke. Das ist einfach auch noch nicht richtig. So, perfekt. Okay. Also, es erinnert an Pong. Hier haben wir den Ball. Und hier haben wir ein Brettchen. Und hier haben wir ein Brettchen. Und hier auch. Ach nee! Oh ja, ich sehe es nicht aus der Seite. Das ist der Punktestand. 1:0. Und hier sind quasi, das ist die Linie. Ja, so. Stimmt. Und jetzt? So, naja, vielleicht sind das unsere Zahlen. 0, 1, 1, 1. Dann probieren wir mal. Vielleicht hat es auch was mit Tennis zu tun. Oder mit dem Brettchen. Ha. Ich mache auch noch mal die andere Variante. Ich guck mal unser Brettchen an. Gute Idee. Also nein, das ist auf jeden Fall nicht. Wenn es eins der ältesten Spiele ist, vielleicht geht es darum, wie alt es ist. Das ist jetzt haben wir vier Zahlen? Da bestimmt auf jeden Fall 1980. Es kommt ja darauf an, auf welche Heimkonsole oder ob man auf die ganz frühe, das ist verflixt schwierig. Nein, bestimmt die Atari-Sache. Das ist aber das 70er. Wir gehen mal auf 7 und dann gehen wir entlang und dann gehen wir die 60. Das ist nicht sogar schon früher. 61, 70, 79, 78, 77. Könnte auch jemand sein Handy rausholen. Könnte. Habe ich aber nicht einstecken. 73. 72! Ach, krass. Wow! 1972 Mensch. Kam also Pong raus. Älter als wir. Ja, doch. So. Hey, wie geil ist das bitte? Eine Yamtam-Tam-Cartridge. Ja, Mann. Oh! Oh. Ich wollte gleich so machen. Ja? Da steht, ich bin vielleicht nicht mehr aktuell, aber dafür kommuniziere ich gerne mit dem Nahfeld. Nahfeld? Mit dem Nahfeld, okay, muss ich gerade überlegen. Ich will erstmal noch die Zutaten rausholen, die hier nämlich auch noch drin sind. Jalapenos, Limette und eine Knoblauchzehe. So, dann räumen wir das hier mal weg. Nein. Na gut, dann behalte ich halt. Das behalte ich, da mache ich eine Kette drauf. Wie geil ist dieses Ding bitte? Ich bin so hyped. Hyped! Also wir müssen erstmal rausfinden, was das Nahfeld ist. So. Antennen, siehst du. Nahfeld und Fernantenne. Es geht doch bestimmt um Antennen und nicht Akustik. Antennentechnik. Unterschiedliche Raumgebiete, welche Strahlenantennensysteme umgeben. Nahfeld, auch als reaktives Nahfeld bezeichnet. Mehr zur Antenne. Sag ich doch, Antenne. Es geht um Antennen. Haben wir ein Radio? Haben wir draußen ein Radio? Haben wir hier ein Radio? Also Radio oder Fernsehantennen haben wir jetzt hier nicht. Was hat denn noch Antennen? Nahfeld. Nah. Das hat eine Antenne. Stimmt. Irgendwo nah. Hey, es gibt so Visitenkarten, da kann man so drüber ziehen und dann passiert irgendwas. Vielleicht ist es ja auch so. Ich bezahle auch immer mit dran halten. Ah! Aha, guck an. Wow, Edgar, das Technik-Genie. Süßkartoffelwedge ist lecker. Also die sind auf jeden Fall im Kühlfach und hier steht noch, öffne einen anderen Link. Okay. Also ich schaue jetzt erstmal nach den Süßkartoffeln. Was für ein Link? Na, ein Internet-Link oder ein Link von Legend of Zelda. Ja, tatsächlich. Ach, guck an. Und es ist ganz schön kalt in Hyrule heute, ja. Das Gefühl. Und Wedges. Ich bin wirklich so beeindruckt davon, was ihr alles wisst. Habe ich wirklich in meiner Kindheit nicht gespielt, sondern nur in der Küche gestanden? Ja. Aber hier, guck mal. Hat auch
hat noch einen Hinweis für uns. Hier steht 150 Gramm Schinkenwürfel und 150 Gramm Cheddar. Das kann ich, das hole ich. Wo holst du das? Kühlschrank. Na gut. Ein Handy. Oh. Ah. Geilo. Das kenne ich noch von früher. Ja, aber da stand auch erstmal, öffne einen anderen Link. Na los. Kann man den öffnen? Ist das? Vielleicht müssen wir noch einen anderen Link suchen. Ich gucke jetzt einfach, wie ich das bei auch all meinen Figuren mache, die ich mir kaufe, unter seinen Rock. Ha! Siehst du? Du guckst also Figuren immer unter den Rock? Die Nerd-Attitüde, na klar, um zu gucken, ob das detailverliebt ist und sie ein Höschen anhaben. Das ist voll wichtig. Er hat auf jeden Fall einen Zettel. Füttere die Schlange dreimal. Sie wartet dort, wo Retro auf Retro trifft. Das ist das Handy. Das Snake, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Ja, das darf ich mal machen. Das ist aus meiner Zeit, okay? Ey, wie viel ich Snake gespielt habe. Wie viel ich Snake gespielt habe. Wie viel Snake ich gespielt habe. Das ist aber Snake 2. Neues Spiel. Ja. Boah, wie langsam das ist. Ja. Du musst nur einmal drücken, er hält die Richtung. Das ist ja so geil. Love it. Weil... Guck mal, die macht sogar ihr kleines Mäulchen auf. Und den dritten. Hä? Hä? Was? Das klingelt. Geht dran. Hallo, hier ist Mario. Was ist mein Beruf? Klempner. Ja, Mann. Er ist Klempner und ich schwöre, ich habe letztens in der U-Bahn einfach seinen Bruder gesehen. Luigi? Ich glaube, der war auch Klempner und der sah einfach ganz genauso aus. So. Dann gucken wir mal unter Abfluss, ne? Okay. Also, es ist... Hier ist nichts. Also, es ist nur Klempner, wenn es sich um Super Mario handelt. Es könnte auch Mario der Pizzabäcker von der Ecke sein. Oder ein Bart. Ja. Oh, ein Bart. Ein Bart, wenn es wieder Super Mario ist und Klempner. Ihr guckt mich schon und sagt, ich soll jetzt ja, natürlich. Ja, ja, ja. Natürlich, ja, ja. Gut. So, Bart, Bart, Bart. Ha, hier, guck mal da. Und eine Anweisung. Jetzt fangt an zu kochen. Na gut. So, Freunde. Ich habe jetzt noch zwei Zutaten und die Anweisung. Jetzt fangt an zu kochen. Juhu! Also schön, dass wir jetzt anfangen sollen zu kochen, aber aus der Wohnung kommen wir damit immer noch nicht raus. Naja. Ich mache mal den Backofen an. Aber wenn ich mir so die Zutaten angucke, brauche ich vielleicht gar nicht rausgehen. Willst du also weiter beim Brettspiel verlieren, ja? Nein. Nein. Ich würde sagen, wir machen mal unsere Wedges klar. Ja. Ah! Ah! Hallo! Guck an! Das ist ja süß. Was ist das? Da steht was drauf. Los Santos. Das kommt mir bekannt vor. Mir leider auch. Du, Los Santos, ist das GTA? Ist ja. Das GTA 4? Wo wisst ihr das? 4, 3, nee, 3 nicht. Ist ja egal, es ist auf jeden Fall GTA. So, ich hole erstmal eine Reibe, ihr überlegt euch, was die Sache ist. Ja. Leute, hier ist ein Laptop, kann man darauf GTA spielen? Also wenn es darauf installiert ist, dann ja. Keine so, Ahnung. Ihr macht mal die Computersachen, Mami kümmert sich mal ums Essen, ne? Mhm. Passwort eingeben. Edgar is the best XDDD3. Hier. Falsch. GTA 4. Vielleicht ist es dann auch die Langversion. Grand Theft Auto. Aber große und Kleinbuchstaben. Mann, es gibt so viele Optionen. Grand Theft Auto. Okay, das klappt alles nicht. Es muss irgendwas anderes sein. Wenn es was mit der Karte zu tun hat? Ja. Welche Stadt ist denn da? Ich finde auch interessant, dass wir blau, rot, schwarz. Geht da was? Geht da irgendwie sowas? Ey, das fand ich mega fasziniert als Kind. Kennt ihr diese Bilder, wo es so verschiedene Linien gibt und du siehst so einen Menschen und dann setzt du so eine Brille auf und dann siehst du nur seine Muskeln. Dann setzt du eine andere Brille auf, dann siehst du nur seine Organe. Hey, war voll geil. Ja. Also bist du dir sicher, dass du das richtig eingegeben hast, okay, Los Santos? Weil nee. Es hängt jetzt genauso drüber, als ja. wäre es Teil genau. des Passworts. Das ist ja zu schlau. Das ist ziemlich clever. Falsch. Gut, das war es auch nicht, aber guter Plan. Ich glaube, es hat einfach was mit dem Kreuz zu tun. Wenn hier Los Santos ist und wir gehen hoch, was wäre da? Ich weiß nicht, ich habe das Spiel leider nicht gespielt. Winewood Hills? Ich probiere. Falsch. Nur Winewood? Oh. Ja! Ah! Ah! Guck mal! Bitte, Edgar! Wie gut ist das bitte? Oh mein Gott! Es ist sogar ein Video. Ja. Do it! Das ist an Super Mario angelehnt. Game over! Super Edgar frisst die Prinzessin! Sorry, aber euer Schlüssel ist in einem anderen Schloss. Oh mein Gott!
Wirklich? Ja. Oh mein Gott, kann bitte irgendjemand Edgar und Prinzessin Peach Cosplay machen? Ey, wie gut wäre das bitte? Also wir haben jetzt wieder eine Super Mario Referenz. Ja. Mit Your Princess is in another castle. Genau. Da ist unser Schlüssel. Und Super Edgar frisst die Prinzessin. Ich pack mal die Veggies in den Ofen. Ja, mach mal. Okay, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Vielleicht müssen wir. Nein, der Schlüssel ist in einem anderen Schloss. Achso, ja, okay. Wehe, du hast den wieder. Wehe, er befindet sich wieder in deiner Hosentasche, weil du das andere Schloss bist. Ich taste dich ab. Oh. Chung? Chung? Chung, hast du den Schlüssel? Oh, schöner Booty. Hallo, ich packe erstmal die Kartoffeln in den Ofen. Wir wollen ja was essen, wenn wir hier niemals rauskommen. Okay, ein Schloss. Guck mal, hier ist. Guck mal, ich weiß nicht! Ich hab auch mal was gefunden. Ja. Was hast du das jetzt gefunden? Ah! Lol! Wow! Da, 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 da. Krieg ich jetzt einen Yoshi? Nein, es ist. Da, 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 da. Level up! Nicht das ist unser Hostelschlüssel. Ist es? Egal. Gut. Ich gehe so wenig raus, weil ich am meisten zocke, deswegen weiß ich nicht, wie unser Hostelschlüssel aussieht. Mhm. Dann nehme ich mir den mal und mache das, was ich von Anfang an machen wollte. Das Spiel holen. Okay, wir räumen auf und kochen die Wedges. Yes. Hast du Bock, Bacon zu braten? Klar. Geil. Während du die Pfanne organisierst, reibe ich schon mal den Käse, weil das mache ich ja am liebsten. Das Einzige, was ich früher gespielt habe, war Super Mario World und ich hatte alles ausgebaut. Ich hatte alle Geheimnisse gefunden, alles. Und dann hat die Putzfrau das Dachfenster offen gelassen und der Regen ist auf dem Super Nintendo. Und dann war alles gelöscht. Ah. Das war der traurigste Tag meiner Kindheit. The pain. Gott, das ist wirklich schlimm. Aber dafür haben wir jetzt einen Lieblingsmoment. Achtung. Bam. Gut, ja? Gut. Pass auf, was haben wir noch? Wir könnten aus dem Schmand der Limette und dem Knoblauch noch einen leckeren Creme zaubern. Ja, Mann, sehr gut. Ich frage mich, wie das wird, wenn wir alle alt sind, weil wir ja so eine Zockergeneration sind, ob alle Leute im Altersheim dann einfach liegen und den ganzen Tag WoW spielen. Kein Problem, ich koche für euch. Aber es ist doch eigentlich der Zockertraum. Du liegst den ganzen Tag im Bett und Leute bringen dir zweimal am Tag Essen und waschen dich. Beste! Ich möchte jetzt schon alt sein. Nein! Doch! Ich nehme den Limettenabrieb. Dann nehme ich den Knoblauch und reibe ihn auch gleich. Komm, wir beladen unsere Wedges. Gut. Schieb sie mal ein bisschen zusammen. Wir fangen an mit ein bisschen Salami. Speckwürfel. Und zum Schluss den Käse. Kurz über Grillen. Oh, Melissa, wie das aussieht. Geil. Da hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Aber wie? Tschüss. Nur noch ein bisschen was Frisches. Ein paar Jalapenos. Und wir klecksen unsere Creme. Zack. Geil. Edgar kann kommen. Edgar! Was ist denn? Du sollst probieren. Oh, was? Ich habe die fette Prinzessin gefressen. Ich kann echt nichts mehr essen. Ihr müsst es leider allein essen. Mehr für uns. Gut, dann probieren wir es halt. Oh. Ich weiß gar nicht, an welche Ecke man ja, wirklich snacken soll. Ah. Bam. Ah, müssen wir nicht auf Felix warten? Mega lecker. Richtig versaut. Das ist wirklich perfektes Gamer-Food. Gamer-Food ist mein Stichwort. Ich habe das Spiel dabei. Yeah, Riesenschaschlikspieße. Nein, das Mikado. Ah, dann würde ich sagen, wir essen das hier auf und dann spielen wir. Wir hoffen, euch hat unsere dritte Escape-Challenge gefallen und schreibt uns gerne in die Kommentare, was für ein Thema sollte die nächste Challenge haben. Und lasst uns gerne einen Daumen und ein Abo da, das würde uns sehr, sehr freuen hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich nehme schon mal den, der ist einfach. Oh, ich nehme den, der ist auch, ich bin erstmal dran. Mann. So, und dann nehme ich erstmal